Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Wir sind noch immer auf Valguero. Es wird ja auch noch so ein bisschen Base-Zeug sein. Diese ganze Tech-Umstellung dauert halt seine Zeit. Zumal wir noch in Anführungszeichen oder in Klammern noch nicht im Element schwimmen. Wir haben aktuell noch 14. Ich habe noch ein bisschen Dedicated Storages. Die habe ich noch nicht aufgebaut, weil ich will da erst möglichst viel Storage-Boxen haben, um das dann alles in einem Rutsch sozusagen aufbauen zu können. Die Gacha-Geschichte. Also wir haben jetzt sogar drei Element-Gachas. Einer steht schon. In der Folge will ich jetzt mal so ein bisschen durch den Automatisierungsprozess mit euch gehen und das einfach mal so ein bisschen erklären, weil man kann tatsächlich mit S Plus bis auf einen einzigen kleinen Klick, den man ab und zu mal machen muss, kann man die Gacha-Geschichte komplett automatisieren. Ich weiß nicht, wie das im großen Stil möglich ist. Ich werde das erstmal nicht im großen Stil machen, weil ich festgestellt habe, die brauchen unfassbar viele Outpellets. Die brauchen unfassbar viel Futter. Also ich habe mich jetzt entschieden, das mit den Y-Fallen zu machen. Habe auch schon Samen organisiert. Und zwar kriegt man die in den White Cliffs von so violetten Blumen am Wasser. Dann habe ich den Tech Replicator rübergeholt oder hochgeholt aus dem Wasser. Hab den hier hingeparkt, hab hier ein bisschen umgebaut. Da wir jetzt den Tech Replicator haben, habe ich Fabricator und Smithy weggemacht. Der Grill steht jetzt hier drüben und das Wasser habe ich nach da verfrachtet, weil irgendwo das Bookshelf noch hin musste mit den ganzen Bauplänen. So ist es jetzt erstmal. Dann gehen wir mal direkt runter. Fangen wir vorne an. Also, da ich die Gachas mit den Y-Fallen füttere, müssen wir die natürlich anpflanzen. Das heißt, in allererster Linie, das machen wir dann gegen Ende der Folge auch noch und bauen unser Gewächshaus noch ein bisschen um und aus, dass das alles, dass wir ein paar mehr Y-Pflanzen haben. Ich habe das jetzt erstmal mit einer Pflanzenspezies Y ausprobiert, einfach um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen und um das ein bisschen zu testen. Von den Dingern brauchen wir unfassbar viele. Normalerweise müsste man ja auch die Kacke in die Dung Beetle stecken und die, sobald sie umgewandelt sind, den Dünger in die Beete packen, händisch die Y-Fallen rausholen, zum Gacha bringen und dem füttern. So. Das kann man zum Glück mit S Plus alles automatisieren. Wir haben hier, den habe ich ja letztes Mal schon aufgebaut, den Item Aggregator stehen, der im Moment ist es ausgestellt, der normalerweise Kacke einsammelt und Dünger einsammelt. Und der Kacke an Dung Beetle verteilt und Dünger in die Beete verteilt. Das könnte man auch noch aufsplitten und könnte tatsächlich einen Aggregator nur für die Verteilung von Kacke machen und einen Aggregator nur für das Aufsammeln und die Verteilung von Dünger. Werden wir sehen, ob ich das so mache oder nicht. Je nachdem, wie viel Beete wir dann auch brauchen. Wir testen das nachher erstmal mit ein paar mehr Beeten und schauen dann mal, wie sich das alles verhält. Ja, das ist das Erste, was automatisiert ist. Also, Item Aggregator sammelt Kacke, verteilt die an die Dung Beetle. Sobald die zu Dünger gemacht haben, sammelt er den Dünger auf und verteilt den Dünger in die Beete. So sind die Beetversorgung, das kennen wir ja auch schon, haben wir dann definitiv komplett automatisiert. So, dann müssen natürlich die Fallen auch aufgesammelt werden. Das macht der Aggregator hier. Wir haben hier schon ein paar drin, sehen wir gleich. Habt ihr hier drin gelassen, um den ganzen Prozess mal zu präsentieren entsprechend. Der
um die Y-Fallen aufzusammeln, heißen die, ja, Pflanzenspezies, ich nenne sie Y-Falle, ohne dieses Pflanzenspezies davor, ihr wisst ja, was gemeint ist. Wenn man das Häkchen bei Pflanzen setzt, sammelt der alles aus Beeten ein. In dem Fall auch die Y-Fallen. So. Die Distribution, das geht nicht. Das Einzige, was wir machen könnten, ich habe das entsprechend in die Whitelist bei S Plus reingepackt oder in die Picking- oder Pulling-List. Ich könnte jetzt eine Dedicated Storage Box mit den Pflanzenspezies Y-Fallen machen und könnte den Aggregator die Pflanzenspezies Y-Fallen an den Dedicated Storage verteilen lassen. Das werde ich aber nicht machen, weil sich das nicht lohnt. Das wäre irgendwie ein Lagerschritt, der am Ende, vermute ich mal, überflüssig ist. Wenn ich sehe, dass er nicht überflüssig ist, können wir immer noch für Y-Fallen eine Dedicated Storage Box einrichten und können das dann entsprechend anderweitig machen. Aber dieser Schritt, die Y-Fallen runterzubringen zum Gacha, beziehungsweise runterzubringen zum Gacha Gavager, den wir nämlich hier schon einen konnte ich bauen. Ihr habt es ja gesehen, ich bin durch das bisschen Element, was wir hatten, bin ich ganz schön durchgebrannt. Hab zwischendurch immer mal wieder unten im Aberration-Biom, das müssen wir jetzt so erstmal nutzen, bis ich das hier ans Laufen gekriegt habe. Aber im Prinzip, was der Gacha Gavager macht, man kann Items in ihn legen und er füttert automatisch den Gacha. Wir sehen das hier. Will pause feeding the Gacha when it has less than 51 slots left or is above 60% weight. So, und das checkt er regelmäßig und dann füllt er entsprechend, egal was man hier reinpackt, das wird an den Gacha verfüttert. So. Was wir jetzt manuell machen müssten, wäre die Y-Pflanzen von oben nach unten bringen. Das könnte man natürlich immer, da ich es in die Pulling-List gepackt habe, könnte man das pullen. Aber das geht auch noch einen Schritt einfacher und zwar mit diesem schicken S-Plus-Item oder S-Plus-Tag-Item und zwar der Transfer-Control-Unit. Das ist eigentlich identisch mit dem Advanced Transfer Tool. Huch. Man kann Quellen einstellen, man kann einstellen, welches Item man transferieren möchte und man kann einstellen, wohin man es transferieren möchte. Man kann dann noch die Anzahl einstellen und das entsprechend kann man auch als Preset speichern. Könnte man auch machen, müsste man aber auch hier dann immer wieder das Preset einstellen. Was die Transfer Control Unit macht, ist, man stellt einmalig das Preset ein und muss dann nur noch hier E aktivieren klicken oder das Ding halt einfach nur aktivieren und dann wird einmalig dieser voreingestellte Transferprozess ausgeführt. So, ich habe jetzt hier Set Active Transfer sind die Gacha Y-Fallen. Wir können uns das Preset mal anschauen. Ich habe hier Item Aggregator schon und den Dedicated Storage schon beide mit reingepackt. Für den Fall, dass wir das später doch irgendwie auf Dedicated Storage umstellen, dass ich dann hier nicht nochmal rumfummeln muss. Also, man kann hier nicht explizit einen Item Aggregator auswählen. Man wählt es aus und es sind alle. So, alle Item Aggregator werden abgesucht nach Y-Fallen und der komplette Dedicated Storage wird abgesucht nach Y-Fallen, was man hier einstellt. Das geht dann an die Gacha Gavager. Auch hier kann man nicht explizit auswählen, zum Beispiel an welchen Gacha Gavager oder an welche Dedicated Storage Box das gehen soll. Das ist ein bisschen ungünstig. Das heißt, so für explizite Transferprozesse, sage ich jetzt mal von Kühlschrank A zu Kühlschrank B, ist das eher weniger geeignet. Aber für das, was wir machen, dass das einfach dann später an alle Gacha Gavager die gleiche Anzahl, und zwar 100 dieser Y-Fallen. Ich weiß nicht, ob 100 da die richtige Menge ist. Das muss ich dann noch austarieren. Das wird sich zeigen. Aber Die Item Aggregator, der Dedicated Storage, wird beides abgesucht nach Y-Fallen und wird, wenn entsprechend welche da sind, auf die Gacha Gavager verteilt. Wenn wir jetzt drei Gacha Gavager haben und haben wegen mir 500 Y-Fallen, dann werden 100 Fallen an jeden Gacha Gavager
verteilt. So. Wir machen das jetzt mal. Ich drücke jetzt nur E, aktivieren und wir sehen oben 57 Items transferiert. Die 57 Items liegen jetzt hier drin. 57 Fallen. So, die kann der Gacha, sich snacken und dann gibt es lecker Kristalle. Diese Kristalle habe ich hier drin. Wusste ich gar nicht. War mir gar nicht bewusst. Man kann die Item Aggregator mit Lederhaut ausrüsten, also mit Nadermis. Und dann sehen die einfach so aus. Und deswegen habe ich hier, das ist der Item Aggregator, der nur die Gacha Crystals sammelt und der die Gacha Crystals an den Crystal Cracker verteilt. Den habe ich einfach zu einem kleinen Gacha gemacht. Ne? Das kann man mit gezähmten Kreaturen, kann man das einfach mit dem Taxidermy Tool, also mit dem Präparationswerkzeug, zack, einmal drauf gehauen und man hat die Dermis von entweder gezähmten Dinos oder von getöteten wilden Dinos. So kann man sich die Lederhäute organisieren. Ja, also, der Gacha legt die Kristalle, der sammelt die Kristalle ein, verteilt sie an den Crystal Cracker. Der Crystal Cracker crackt sie und nachdem er sie geöffnet hat, verteilt er das, was er verteilen kann, zum Dedicated Storage. Hier muss man dann, er hat 400 Slots, man hat ein bisschen Platz, hier muss man dann ab und zu mal reingucken und sich die Items mal angucken. Da können richtig gute bei rauskommen und alles, was halt nicht so gut ist, kann man aber wiederum runtergrinden und kriegt dadurch nochmal massiv andere Ressourcen. In dem Fall sei es hier Chitin. Jetzt haben wir zum Beispiel einen ziemlich guten SWAT-Brustpanzer. Naja, ziemlich gut, aber einen soliden SWAT-Brustpanzer bekommen. Den könnten wir zum Beispiel sogar schon anziehen. Ist besser als das, was wir anhaben. Naja, ist ungefähr gleichwertig mit dem, was wir anhaben. Und so kriegt man hier immer mal wieder Items raus. Muss das, wie gesagt, ab und zu mal kontrollieren und den ganzen Kladderadatsch einmal zum Grinder bringen. Was ich noch am Überlegen bin, ob ich mir hier unten direkt einen Grinder daneben stelle, damit ich das quasi direkt übertragen kann, damit ich das nicht hochschleifen muss. Ansonsten müsste man mal ausprobieren, ob der Basis-Item-Transfer vom Cracker bis zum Dings, bis zum Grinder oben, ob das soweit geht. Okay, also ne, solange der hier ordentlich Pflanzenspezies Y hat, die er sich schon wieder so gut wie alle einverleibt hat, läuft das Ding. Was noch wichtig ist, sind die Owl Pellets, das Schneeeulengewürge. Ja, da hatte ich vorher eine Schneeeule. Ich war aber auf Fjördur, wo ich schon Schneeeulen gezüchtet habe, zumindest die Basis Schneeeulen schon gezüchtet habe, falls da irgendwann mal Mutationen kommen sollen. Ihr seht, da oben habe ich schon noch eine Plattform hingezwackt. Die passte da ganz gut hin. Hier innen, diese Holzbalken, das stört jetzt nicht so wirklich. Und wir haben oben einfach mehr Platz. Und oben stehen erstmal 15 Schneeeulen. So, diese 15 Schneeeulen, ich habe ja gesagt, wir haben 3 Elementstaub-Gachas. Am Ende sollen da unten noch 3 Elementstaub-Gachas stehen. Und erstmal einer oder 2 schwarze Perlen-Gachas. Das reicht erstmal. Organisches Polymer müssen wir mal gucken. Wenn da viele Items rauskommen und man viel runtergrinden kann, dann kriegt man da in der Regel auch jede Menge organisches Polymer. Da muss man dann halt gucken, wenn diese ganze Tech-Geschichte hier, wenn das alles mehr oder weniger umgebaut ist, dann senkt sich unser Verbrauch von organischem Polymer oder von Polymer generell auch wieder. Das kriegen wir schon irgendwie geschissen. Wenn nicht, werden wieder ein paar Kakinos geklatscht, nicht wahr? So, hier ist die Schneeeule, die wir hier auf Valguero gefangen haben. Und alle anderen habe ich drüben auf Fjördur eben schnell rausploppen lassen aus den Eltern. Und die stehen jetzt hier und sind eigentlich nur dafür da, Owl Pellets zu legen. Man kann das auch mit weniger Eulen machen, wenn man, ich zeige das mal hier, wenn man manuell die Ausdauer drained durch das Heilen, durch den Heilfreeze. Und dann beim Auffüllen der Ausdauer essen die Tiere ja entsprechend und so kann man auch manuell mehr
mehr Schneeeulengewürge, sage ich mal, ja, mehr Schneeeulengewürge herstellen, als wenn man die einfach nur stehen lässt. Man muss dann immer mal, solange er Ausdauer auffüllt, immer mal den Kackenknopf drücken. Dann hat der hier jetzt 2 ausgespuckt. Ich denke, man ist, wenn man es wirklich komplett automatisieren will, ist man besser bedient, wenn man einfach 3 Milliarden Schneeeulen hat und die entsprechend dann regelmäßig ihr Gewürge rauskotzen und man das dann für die Gachas benutzt. So, das Gewürge muss ja nur auch irgendwie eingesammelt werden, nicht wahr? Das Gewürge sammelt der hier ein. Der hat eine Lederhaut von einer Schneeeule gekriegt, einfach dann so ein bisschen thematisch. So, das sieht jetzt hier schon mal ganz gut aus. Der sammelt nur Owl Pellets ein und der sorgt dafür, dass jeder Gacha immer mindestens 2 Owl Pellets im Inventar hat, was ja völlig ausreichend ist. Und so ist dieser komplette Gacha-Automatisierungsprozess oder ist dieser komplette Gacha-Prozess zu, ich würde mal jetzt sagen, 99% automatisiert, außer dass man hier ab und zu mal drauf drückt und dann entsprechend die Items transferiert werden. Es wird sich zeigen, ob wir für die Y-Fallen Dedicated Storage brauchen, ob wir überproduzieren oder nicht. Überproduktion von sowas ist nie verkehrt, dann ist auf jeden Fall sichergestellt, dass die Gachas immer genug Fallen haben. Das ist auch das Ziel, dass die Gachas immer genug Schneeeulengewürge haben und immer genug Futter, in dem Fall immer genug Y-Fallen haben. Dann produzieren sie die bestmöglichen Kristalle. Der Loot entsprechend ist oder wird besser oder ist besser. Und ich glaube auch, was ja viel wichtiger für uns ist, die Anzahl der Ressourcen pro Kristall, in unserem Fall Elementstaub pro Kristall, wird auch nochmal erhöht. Was wir dann im Laufe der Zeit noch machen müssen, ist immer ein bisschen leveln und das handwerkliche Geschick dann irgendwie in Richtung 160 bringen. Das ist aber nicht so kriegsentscheidend. Das ist nicht schlimm, wenn sich das Step by Step dann einfach levelt, dadurch, dass der Gacha hier dumm rumsitzt und den ganzen Tag Y-Fallen isst und uns Kristalle gibt. Ja. So viel zum Automatisierungsprozess. Das ist eigentlich, also S+ ist einfach so unglaublich bequem und hat so einen unglaublich hohen Quality of Life Wert einfach, so bietet so einen Mehrwert für das Spiel. Natürlich sind viele Items auch absolut OP und cheaty, aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Erstens, ob er S+ benutzt. Man kann ja auch sagen, okay, man benutzt S+ nur weil wegen Bauen, weil die Snap-Punkte ein bisschen besser sind etc. Weil es mit S+ sich ein bisschen besser bauen lässt. Man kann das ja für sich selber entscheiden, was man benutzt. Man kann ja sagen, ach, die S+-Tech-Items, nee, die sind mir zu OP, die mag ich nicht benutzen. Kann ja jeder für sich entscheiden. So, der letzte Schritt, ja, der dann nicht mehr für mich zum Gacha-Prozess dazugehört, sondern der Gacha-Prozess ist damit automatisiert, aber wir müssen ja den Elementstaub auch noch umwandeln. Wir haben jetzt übrigens schon wieder 16 Element. Wir müssen den ja auch umwandeln in Element. So, das ist ein bisschen problematischer, beziehungsweise, naja, mit S+ auch wieder nicht. Aber theoretisch kann man nur im eigenen Inventar instabiles Element herstellen. Das hat dann einen Spoiltimer von normal 2 Minuten, bei mir dann 4 Minuten. Nach 4 Minuten verdirbt es und wird zu normalem Element. Also man will das instabile Element verdirbt. So. Das ist natürlich kacke, wenn ich jetzt hier irgendwie 16 von den Dingern herstelle, dann kann ich mich irgendwie 5 Minuten nur in Zeitlupe bewegen. Das ist natürlich doof. Da schafft aber S+ zum Glück auch Abhilfe. Und zwar, den kann ich leider noch nicht bauen. Wenn ich den schon hätte bauen können, dann hätte ich ihn gebaut und hätte euch das gezeigt. Und zwar den Autocrafter.
Place another crafting station inside and this will automatically craft any recipe selected from the inserted crafting station. Heißt, man stellt das Ding hin, man packt eine Crafting Station rein, das kann das Chemielabor sein, das kann der Fabrikator sein, das kann die Werkbank sein. Es kann aber auch das eigene Inventar, also der eigene Überlebende sein. Und man fragt sich jetzt vielleicht, ja, aber wozu brauche ich das? Ich meine, der Fabricator, wenn ich dem genug Items gebe und drücke auf alle herstellen, stellt er mir ja auch bis zu 1000 Elektronik her. Bei 1000 ist das ja gecapped. Ist richtig. Aber der Autocrafter, zum einen stellt er alles instant her, also keinerlei Crafting-Zeit. Und zum anderen hat er diese Begrenzung auf 1000 hergestellte Items nicht. Du sagst dem Autocrafter, stell mir instabiles Element her. Dann gibst du ihm Elementstaub und sobald du ihm den Elementstaub gibst, hat er den kompletten Elementstaub, soweit es möglich ist, von der Anzahl her schon in instabiles Element umgewandelt. Also man hat einfach diese Begrenzung auf 1000 nicht, ist ein mega, mega OPs Item zur Massenherstellung von, ja, zum Beispiel Schießpulver, Zündpulver. Und später auf Stufe 135 gibt es das gleiche Item auch nochmal, wo man dann instant Sachen herstellen kann wie Metall oder Holzkohle oder so. Es ist halt einfach, also wenn man S+ wirklich ausreizt, gerade im Tech-Stadium, ist das einfach unfassbar overpowered und macht einem das Leben unglaublich viel leichter. Die Herstellung von Gegenständen wird einfacher und. Aber erstmal müssen wir uns noch damit bedienen, dass wir Element noch im Aberration-Biom quasi herstellen. Und der Autocrafter ist halt auch echt teuer. Der braucht 25 Element, der braucht ein Artefakt und von jeder Crafting-Station, die man theoretisch reinpacken kann, eine, außer den Survivor, weil uns selber wollen wir ja nun nicht opfern, weil dann ist vorbei. Ja, dann brauchen wir natürlich auch noch zwei weitere Gavager, das sind auch nochmal 30 Element. Um Metallbarren und Kristall und Polymer mache ich mir jetzt weniger Gedanken. Das muss ich nur einmal, da muss ich einmal ordentlich einen wegfarmen. Und dann haben wir da auch wieder was zusammen. Ja, Polymer habe ich jetzt auch alles zusammengekratzt. In der Aberration Base lag noch ein bisschen rum. Da ich den Fabricator jetzt hier habe, habe ich unten aus der Unterwasser Base halt alles rausgeholt. Da steht nur noch der Generator drin. Also der Kühlschrank steht noch drin, aber ist leer. Genauso wie wie die Vault und ein Cryo-Fridge haben wir ja unten noch mit den Wassertieren, weil das macht ja Sinn. Ja, wir haben noch 81 Stacks Polymer. Das ist ja, ich meine, man kann dann immer mal pullen. Die Schneckchen, die beiden, produzieren ja auch ein bisschen was. Man kann sich natürlich auch, was wir auch machen können, ist einfach eine mega krasse Schneckenfarm. Aber ich will erstmal gucken, wie das dann klappt mit den Items. Wenn wir die grinden, wie viel Polymer wir dann letztendlich am Ende da rausholen können. Wir können ja jetzt mal ausprobieren. Ich hatte ja überlegt, den Fabricator daneben zu stellen. Wir setzen den Crystal Cracker mal als Source. Hüppen mal hoch. Ja, easy. Dann kann ich den Fabricator, den Grinder hier oben stehen lassen. Und wir grinden den ganzen Schmodder runter, Fragezeichen. Ich meine, ein paar Items. Ich grind das jetzt erstmal, einfach damit wir es mal gesehen haben. Der Gacha spuckt ja im Optimalfall noch genug aus. Wieso macht der eigentlich, also, das ist jetzt ein bisschen komisch. Auf Fjördur macht er keine Geräusche, aber er spuckt hier oben zumindest, weißt du, es sieht so aus, als würde er laufen. Und hier ist es nicht so, ich bin ein bisschen verwirrt. Einschalten. Ist ja auch wurscht. Wir grinden den ganzen Kladderadatsch und siehe da, allein das bisschen hat uns schon 6, 12, 18, 20, 22 Stacks organisches Polymer gebracht. Ich würde jetzt glatt mal behaupten,
dass wir vermutlich da keine organischen Polymer-Gachas oder ähnliches brauchen. Das andere Polymer pulle ich mal hier rein. Kommt irgendwann sowieso in Dedicated Storage und dann haben wir da sowieso Platz und können bis zu 200.000 organisches Polymer lagern. Ja, prima. Das gefällt mir. Hier, ihr seht's, das wird nicht so richtig mehr, was daran liegt, dass wir natürlich einen ordentlichen Mangel an Pflanzenspezies Y haben, nicht wahr? Und da wollen wir mal ein bisschen Abhilfe schaffen und das Ganze ein bisschen vergrößern. Dann habe ich erstmal noch länger nichts, weil ich auch erstmal die S+ Crops nehmen möchte. Wir haben ja auch die Tech Crop Plots, die haben nochmal einen höheren Greenhouse-Wert. Die normalen Beete haben 300%, die haben 500%. Das heißt, da wächst das nochmal schneller. Aber auch hier brauchen wir wieder Element. Und wenn ich 10 Stück von den Dingern oder 20 Stück von den Dingern haben will, sind wir bei 60 Element. Also ich baue das erstmal noch klassisch mit den. Also wir könnten auch die Large Crop Plots nehmen. Die ganzen Pflanzenspezies X und Y und Z und R und was es nicht jetzt alles gibt mittlerweile. Die wachsen halt nur in großen Crop Plots. Aber die S+ sind, also die quadratischen sind vergleichbar mit großen. Und die Triangle Crop Plots sind vergleichbar mit den mittleren. Nur mal so, falls es irgendwen interessiert. So, und jetzt schnucken wir einen Schluck Wasser, essen ein Keulchen und bauen dann mal aus. Wir haben ja unser Schaf schon weggefahren. Im Prinzip will ich jetzt einfach nur hier erstmal 10 Foundations dran bauen. So, relativ simpel, ne? Oh, ich habe die Dächer vergessen zu bauen. Yikes. Also die hier. Dann machen wir mal, die schubse ich mal kurz an. Dann brauchen wir ja auch noch mal 10 dann. Miau. Einmal mit Profis arbeiten. Wir brauchen Greenhouse. Wir brauchen die Ceilings. Wir brauchen 10. Pull, Bau. So. Wobei, die sind ja schnell fertig, ne? Ich glaube nicht, dass ich jetzt da unbedingt wegrennen muss. Die sind ja schnell fertig. Hab den Crafting Speed auch ein bisschen erhöht von den S+ Geschichten. So, pass auf. Wir brauchen die. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet oder verzählt oder was auch immer. Ja, es ist ein Traum. Es ist ein absoluter Traum. Kruzifix. Also hinten hätte ich jetzt auch mit Sicherheit Glas bauen können und hätte das noch umrüsten können, aber warum? Uff. Ist ja auch falsch. Du und du und du, ihr seid falsch. Wollte ich doch gerade meinen. Als würde ich mich hier verzählen. Verstehst du? Das bauen wir hier hin. Ja. Das läuft. Das läuft. Dürfte ich bitte? Dürfte ich? Okay. Ich kann auch anders. Wo habe ich denn? Wo habe ich denn die Ceiling hingebaut? Hier hinten muss auf jeden Fall noch eine Tür hin. Da hätte ich mir auch eine Wand sparen können.
Wo habe ich den hingebaut? Da hinten. Das habe ich aber gut gemacht. Jawohl. Ja, ich werde das wahrscheinlich hier drüben genauso machen wie hier, dass wir hier noch einen kleinen Eingang machen. Dass wir auf beiden Seiten einfach rein und raus können. Ich glaube, das kann man so machen. So, dann zicken wir hier das noch hin. Schade. Es hätte fast auf Anhieb alles geklappt. Aber eben nur fast. So, jetzt will ich auf jeden Fall die alle aufheben. Ach ja, wir brauchen ja noch mehr Wasser. Kann ich mal ganz kurz, du hast noch ein bisschen Platz, ne? Dann lass mich dir mal den Dünger geben. Dünger. Rüber mit dem Krempel. So, ja, hier, ich muss jetzt hier erstmal wieder alles abbauen. Auch wenn es schmerzt, weil die gerade erst ausgewachsen sind. Aber egal. Es muss sein, es geht nicht anders. Das ist der Kreislauf des Lebens. Der besteht nämlich auch aus dem Tod. So, hast du noch... Hasse noch. Dünger. So. Der ist jetzt natürlich fast voll, aber das macht nichts, weil der wird auch bald wieder leer. So. Ich stelle jetzt erstmal die Beete hin, die ich noch nicht geholt habe. Wir können Ditte und Ditte mal wegwerfen. Aber das hätte auch grinden können. Da hätte noch ein bisschen Holz und so gekriegt. Ja, ich weiß. Aber da stampfe ich einmal mit dem Mammut auf, dann habe ich genauso viel Holz, wie ich davon gekriegt hätte. Das kommt mal weg. Dat packen wir mal hier rein. Das kann ich nicht hier reinpacken. Okay. Komm, Donner weg. So, dann brauchen wir noch ganz kurz... einmal den Doppeltürraum und einmal die Doppeltür. Zack und zack. Und dann brauchen wir noch eine Holzrampe. Eine. Für die Treppen, weißt du? So. Gehen wir hier rum. Ist kürzer. Ist jetzt kürzer. Ist vielleicht auch einfach gleich lang. Ist aber auch egal. Danke. So, die Dumbledore rein. Die Dumbledore auf Automatik. Das auf the Stairs. Und dann... Wunderbar. Hier haben wir noch Platz, um vorbeizulaufen. Das ist alles cool. Und wir könnten das theoretisch auch noch weiter in die Richtung strecken. Dann muss Mats halt einfach auch mal Platz machen. Ne? Der dicke Onkel. So. Beete. Das haben wir ja eigentlich alles schon mal gesehen, ne? Ich möchte hier auch komplett zupflanzen.
Den Aggregator werde ich dann nach da hinten verfrachten. Also der steht dann hier in der Ecke quasi. Und diese Dinger werde ich, die kommen irgendwann weg, weil je nachdem, ob ich eine krasse, also ich werde eine krasse Überproduktion haben an Dünger, gehe ich mal ganz stark von aus, weil man die Dinger halt einfach so voll rammeln kann. Ich werde die wegpacken und es gibt eine Dedicated Storage Box dann entsprechend auch für Dünger. Einfach weil. So, jetzt brauchen wir Samen. Und zwar brauchen wir eine Menge. Wir haben ja 20 Beete. Wir haben 4 Gemüsesorten und wir brauchen Narkobeeren. Das heißt für mich, wir brauchen halt nicht so viele Karotten. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Das heißt, ich werde... ich werde ein Beet Karotten machen, 3 Beete Narkobeeren. Dann jeweils 2 Beete Mais, 2 Beete Zitrone, 2 Beete Kartoffeln und 10 Beete von diesen, und so, von diesen Fallen. Und dann gucken wir mal. Das heißt, wir wollen von den Dingern 10. Wir wollen 3-mal Narkobeere, 2-mal Kartoffel, 1-mal Karotte. Vitabeeren pflanze ich erstmal nicht an. Da gucken wir mal. Ich denke nicht zwingend, dass wir davon so ultra viel brauchen werden. So, die kamen jetzt alle. Achso, wir müssen erstmal noch für Bewässerung überall sorgen. Lass mal noch Metallwasserhähne bauen. Lass mal einfach noch. Metal, wie heißt das Ding? Ach hier. Ach, Tab, ja. My English is halt not the yellow from the egg, ne? Das ist weiß aber auch. Ja, komm, gib her die Geräte. So, gucken wir mal, ob 10 Stück reichen. Ich brauche aber auch noch. Ich muss mal gucken, wie weit intern vertüdelt ist. Sehe ich jetzt wieder nicht, ne? Hätte ich vorher machen sollen, ne? Habe ich gut gemacht. Beete weg. Ich weiß nicht, wie sich das mit den S-Plus-Dingern verhält, ob wir dann die Wasserhähne brauchen. So, du. Ich habe jetzt nur die bewässert, die bepflanzt waren. Das heißt, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, also 12. 12 Internal Pipings. Ich bin wieder 0,0 vorbereitet, aber man kann ja auch nicht an alles denken. Schon mal gar nicht ich. Internal Piping. Und zwar für Square. Internal Piping, Square, 12. Gib. So, dann mal Abmarsch. Kann ich nicht rechnen? Also, offenbar nicht. Kann ich das hier herstellen? Das wäre schön. Kann ich nicht. Ah ne, ist ja auch Piping, aber auch das kann ich im Inventar, glaube ich, nicht herstellen. So. Piping, Square, 2, Pull, Gepär. So. Wir schaffen das heute noch, auch wenn die Folge wieder lang ist. Aber hey, da ich ja nicht so regelmäßig hochlade,
kann man sich das ja gut einteilen. Oder was? So, jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, aber ich glaube... Nicht bewässert, okay. Das heißt, wir müssen jetzt gleich mal gucken, wie wir da am dümmsten die Wasserhähne einfach verteilen, damit alles bewässert ist. Das ist jetzt nur noch Formsache, sage ich mal. So, wir müssen gucken. Das ist bewässert, das ist bewässert, das ist bewässert, das ist bewässert. Das ist noch bewässert und das ist bewässert. Und das ist bewässert und das ist bewässert. Okay. Pass auf, dann baue ich die doch mal genauso auf, wie ich die hier aufgebaut habe. Und zwar so. Und so. Und so. Dann gucken wir nochmal. 10 Stück war vielleicht auch ein bisschen sportlich. Du bist bewässert, du bist bewässert. Ja, easy. Aber alle bewässert. Ich bin begeistert. Wir pullen jetzt Dünger. Wir pullen jetzt Dünger. Das könnte jetzt, das werden auf jeden Fall, wird auf jeden Fall viel Dünger. Also, naja, wir haben 20 Beete, 290. Brauchen wir 29 sind drin, ja. Brauchen wir 580 Dünger. Und 580 Dünger ist jetzt mal, also ich sag mal, das ist jetzt mal nicht wenig, ne? Aber wenn wir die 580 Dünger nur auch erstmal verteilt haben, dann halten die erstmal eine gefühlte Ewigkeit und wir können easy Dünger entsprechend oder in entsprechender Menge nachproduzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Das easy peasy. Hat er jetzt gepult? Ja, hat er. Halleluja, Hälfte geschafft. Alter, reicht das überhaupt? Ja, ne? Es müsste eigentlich müsste es reichen. Eigentlich müsste das reichen. Und dann müssen wir nur noch die Samen entsprechend verteilen und dann kann das Zeug erstmal alles wieder in aller Ruhe wachsen. Und ich pulle gleich den ganzen restlichen Dünger in den Aggregator, beziehungsweise werde ich den Aggregator auch kurz umbauen kann ich ihn nicht. Bin kein Mechaniker. So, Dünger. Dann machen wir hier 23 und fangen hier an zu pullen mit 6. Das ist echt eine Menge Dünger, was wir brauchen. Holy shit. 29 hier. Und 29 hier. Und ich weiß, der hätte das, Aggregator hätte das auch automatisch verteilt, aber so ist halt direkt dann das Beet voll mit Dünger. So, wir haben hier 7 und wir nehmen den nächsten mit 22 Pull. So, da möchte ich hier hinten, warte mal, wir können doch jetzt, der ist ja leer, ne? Da sind noch 16 Stück drin. Warum ist da meine Shotgun-Muni drin? Habe ich meine Shotgun-Muni aus Versehen da reingelegt? Bestimmt.
als ich den Dünger übertragen habe. Braucht kein Mensch. Munition wird überbewertet. So. Wir heben den auf. Baue ich um, wenn es soweit. Also baue ich gleich um, ne? Machen wir nicht jetzt. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Bau die alle nach hinten, weil das so dicke Dinger sind. Verstehst du? Und dann gucken wir mal, wie sich das dann verhält. Wie viele Gachas die versorgen können. Ich habe ja die Befürchtung, dass wir nur einen Gacha versorgen können. Das ist so die Befürchtung, die ich habe. So, hier packen wir mal rein den Mais. Und den Mais. Und ja, komm. Kartoffel. Noch ein Kartoffel. Machen wir hier die Karotte. Dann machen wir hier Narkobeere. Machen hier Narkobeere. Machen hier Narkobeere. Upsi. Ja, Kruzifix. Ja, Kruzifix. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ich hätte die noch zerstören können. Das habe ich nicht gesehen. Solange die noch nicht ausgewachsen sind, kann man die noch zerstören. Einen Dünger nehmen wir wieder raus. Dann wollte ich hier aber das drin haben und wollte hier das drin haben. Dann holen wir noch zwei Samen, die wir jetzt verschleudert haben. Aber von den Dingern haben wir ja genug. Die sind auch nicht schwer zu farmen. Also mit dem Terizino, ne, habe ich ja gesagt, in den White Cliffs. Und da ist halt easy, einfach ein bisschen Blumen kitzeln und dann hat sich das erledigt. Da ist der Drops ja lutscht. So, ihr Lieben, wenn ich das jetzt richtig mache hier, zack und zack, dann haben wir's. Dann haben wir ein relativ enges, schnuggeliges Gewächshaus, aber das macht ja auch nichts. Immer noch erweiterbar. Und ja, jetzt heißt es warten auf Godot. Nein, jetzt heißt es warten darauf, dass das alles wächst und dass wir wieder anfangen können zu ernten. Ich meine, das Gemüse ist nicht das Problem, davon haben wir, davon brauche ich aktuell auch nichts. Viel wichtiger sind halt echt die Y-Geschichten. Einfach, um es mal auszuprobieren, wie sich das mit den Gachas verhält. So, wir wollen hier Dünger einsammeln. Und wir wollen Kacke zu Dungbeetles verteilen. Und wir wollen Dünger zu den Beeten verteilen. Und wir wollen... Nee, nicht hochladen in Dedicated Storage. Oh, ich muss niesen. Oh Gott. Ah, 49 Minuten durchgehalten und nochmal. Verdammt. Kacke, der ist verreckt. Ich hasse Verrecker. Ich hasse Verrecker wie die Pest. So. Wir packen Kacke und Dünger wieder hier drüben rein. So, und der kann jetzt gemütlich die Kacke noch an die Dungbeetle verteilen. Was ich auch mache ist, warte mal, ich wollte ja den ganzen Dünger
Hatte ich ja gesagt. Falscher Knopf. Ich wollte ja den ganzen Dünger aus der Storage Box und aus der Storage Box pullen und die Storage Boxen hier schon mal aufheben, denn die werden wir definitiv nicht mehr brauchen. Die sehen hier jetzt auch nicht mehr so geil aus und die stehen hier auch nur im Weg rum. So, jetzt können wir hier nämlich schnuggelig und schick. Ich bin halt echt am Überlegen, kriege ich jetzt ein Problem? Eigentlich nicht, ne? Sollte mich ja nicht Slot cappen. Nee. Ich stelle den hier draußen hin. Ich stelle den hier draußen hin. Habe ich ihn eingesammelt? Ja. Konnte ich den gerade... Ja, so. Ich meine... Ne? Wollt's nur mal zeigen. Theoretisch kann ich den eigentlich auch... Warte mal, da muss ich da gar nicht immer so weit rennen für irgendwas. Können wir... Ich kann den überall schief hinstellen. Ist toll. Also, ich mache mir Gedanken, wo ich ihn hinstelle. Baue den entsprechend auf. Stelle den wieder so ein. Da müsst ihr jetzt nicht mit dabei sein. Wir haben hier auf jeden Fall unser Gewächshaus fertig. Wir haben überall die vollen 300% Treibhauseffekt. Und ja, jetzt heißt es warten, ne? Warten, warten und nochmal warten. Und ich entschuldige mich aufrichtig, dass wir schon wieder über 50 Minuten sind. Aber ja, ich wollte das einfach beides in die Folge packen, weil es halt einfach thematisch zusammenpasst. Zum einen das Erklären des Gacha-Prozesses und der Automatisierung des Ganzen und die Erweiterung des Gewächshauses. Aber damit soll es das auch gewesen sein. Was wir beim nächsten Mal machen, werden wir sehen. Wann ich euch wieder dazu hole und was dann alles passiert ist. Ach so, die habe ich auch gebaut und habe die auch hier hingestellt, dass ich den Server mal ein bisschen länger laufen lassen kann. Ohne dass ich jeden Tag eine Stunde Fleisch farmen muss. Nicht wahr? Guti, das soll es gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.